Ganz herzlich willkommen heute Abend hier zum VHS-Talk mit dem Thema Menschlichkeit in Krisensituationen. Ich begrüße heute Abend ganz herzlich Anita Schneider, die Landrätin des Landkreises Gießen. Wir freuen uns sehr auf Ihr Grußwort. Ein ganz herzliches Willkommen geht auch an den Gastgeber des heutigen Abends, den Philosophen, Autoren und Sprachprofi Sven Görz. Und ganz besonders willkommen heißen möchte ich die Kulturmanagerin und Autorin Anna Thüne, die uns heute aus Berlin zugeschaltet ist. Liebe Frau Thüne, wir sind gespannt, heute mehr über Sie und über Ihre Arbeiten zu erfahren. Unter anderem haben Sie ja mehrere Ausstellungen schon im VHS-Haus Licht gezeigt, die allesamt den Projekttitel Topografien der Menschlichkeit tragen. Aber zunächst, meine Damen und Herren, darf ich das Wort an Frau Landrätin Schneider weitergeben. Frau Schneider, wir freuen uns auf Ihr Grußwort. Ja, guten Abend. Hallo, einen schönen guten Abend. Wir hören Sie ganz wunderbar und wir sehen Sie auch gut. Ja, sehr verehrte Anwesenden der heutigen Veranstaltung unter dem Motto Menschlichkeiten in Krisensituationen. Ich freue mich sehr, dass Frau Anna Thüne uns zugeschaltet ist. Wir haben uns schon persönlich kennenlernen können bei den verschiedenen Ausstellungen, die sie im KVHS-Haus präsentiert hat und das auch mit großem Erfolg. Ich erinnere mich gerne an 2017, an die Ausstellung von Lampedusa und ich freue mich auch über die aktuelle Ausstellung von Scheitern eines anberaumten Massenmordes Bulgarien 1934 bis 1944. Ebenso ein herzliches Dankeschön an Sven Görz, der uns schon bei vielen VHS-Talks, aber auch Ausstellungseröffnungen und sonstigen Veranstaltungen begleitet hat. Schön, dass Sie heute Abend wieder das Gespräch führen werden. Aber auch ein herzliches Dankeschön an Herrn Thorsten Denker für Idee und Organisation. Ja, meine sehr verehrten Anwesende, das Thema des heutigen Abends fügt sich aus meiner Sicht sehr gut in die aktuelle Programmreihe der KVHS 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland ein. In dieser Reihe sollen vielseitige Facetten jüdischen Lebens in Deutschland aufgegriffen werden. Heute der historische Blick auf die Shoah und ihre Auswirkungen auch in anderen europäischen Ländern, so macht es eben auch die Ausstellung sehr deutlich. Und es war im Grunde so, dass die NS-Herrschaft damals an den deutschen Grenzen nicht Halt machte, sondern man band andere europäische Länder, unter anderem Bulgarien, auch durch bulgarisch-deutsche Verträge an die verbrecherische Politik des Nazi-Deutschlands. Die Ausstellung und die dazugehörige Aufarbeitung, die mir im Vorfeld auch schon zugegangen ist, zeigt, dass trotz der Einbindung von Ländern die verbrecherische Politik des Nazi-Regimes durchaus große Unterschiede in der Wirkung hatte. Während eine große Mehrheit des deutschen Volkes sich in die Ideologie des Nationalsozialismus einbinden ließen und sich nur wenige widersetzten, gab es in Bulgarien eine viel stärkere zivilgesellschaftliche Bewegung dagegen. Das Gesetz zum Schutz der Nation, damals 1940 eingebracht, sah eine noch stärkere Beschneidung der verbliebenen Rechte von Jüdinnen und Juden vor. Doch bereits bei der Beratung im Parlament nahmen einige Abgeordnete deutliche Positionen dagegen ein. Darunter auch der Abgeordnete Petko Steinow. Und dieser sagte nach dem Krieg, dokumentiert im Begleitbuch zur Ausstellung, eigentlich ließ sich unser Volk niemals vom Antisemitismus beeinflussen und deshalb erlebten sie so eine bittere Enttäuschung bei ihrem Versuch, auch bulgarische Juden zu vernichten, so wie sie die anderen vernichteten. Und so kam es dann auch, dass in Bulgarien
die Shoah weniger jüdisches Leben letztendlich vernichten konnte und nach der Shoah in Bulgarien es eher dazu kam, dass es eine große jüdische Gemeinschaft gab. Die Ausstellung und das Begleitbuch fragen auch danach, wie hinreichend ein vereinzelter Begriff wie Volk sein kann. Und hierzu gibt es aus meiner Sicht auch ein schönes Gedicht von Frau Thüne, Rettung und Überleben. Sie ist, so ich zitiere, ist denn ein Volk geschlossenes Gestein, unbewegter Fels, es lebt und handelt, Vielfalt in seinem Schoß. Ja, das ist so und trotzdem ist für mich klar, für Deutschland wird die historische Schuld und die daraus resultierende Verantwortung bleiben. Wir alle sind aufgerufen, für eine offene, demokratische Gesellschaft einzutreten und dafür, dass kein Krieg mehr von deutschem Boden ausgehen darf. Gerade die aktuellen Attentate oder misslungene Versuche sowie die Verbreitung von Hass und Hetze zeigen uns deutlich, es besteht weiterhin Handlungsbedarf. Wir brauchen eine starke, klar positionierte Zivilgesellschaft, die hierfür eintritt. Was dies bewirken kann, zeigt in Teilen Bulgarien in den Jahren 1936, 1944 und das Scheitern eines anberaumten Massenmordes. In diesem Sinne wünsche ich uns eine spannende, aber auch sehr nachdenkliche Diskussion und Abend. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Frau Landrätin Schneider, haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihre kontextualisierenden Worte. Ich möchte nun gerne noch mit einladen in unsere Runde Anna Thüne und Sven Görz. Und würde Sie beide bitten, nun eben auch Mikro und Kamera zu aktivieren. Hallo, lieber Sven. Einen schönen guten Abend. Sven, du weißt es, in unseren VHS-Talks laden wir immer auch spannende Gäste ein, um mehr über Sie und Ihre Position, über Ihre Perspektiven zu erfahren und um über gesellschaftlich relevante Fragestellungen, wie sie Frau Landrätin Schneider eben gerade auch schon kontextualisierte, ins Gespräch zu kommen. Und meine Damen und Herren, wir wissen, dass gesellschaftliche Fragestellungen komplex sind. In unserem demokratischen Spektrum sind oft verschiedene Deutungen, Perspektiven möglich. Und in diesem VHS-Talk möchten wir einen Raum bieten, eigene Gewissheiten, Haltungen zu prüfen, vielleicht zu hinterfragen, zu überdenken oder auch bestätigt zu bekommen. Sven Görz, als Philosoph, ausgebildeter Philosoph, Sprecher und Autor, lebt quasi um die Ecke in Stauffenberg und er ist seit langen Jahren ein enger Mitarbeiter sozusagen auch der Kreisvolkshochschule und führt auch regelmäßig durch den VHS-Talk. Lieber Sven, unser Talk trägt den Titel Menschlichkeit in Krisensituationen. Als Philosoph, ist das nicht eine der größten und wichtigsten Fragestellungen überhaupt? Menschlichkeit in Krisensituationen? Also in dem Titel unseres heutigen VHS-Talks befinden sich zwei Worte, die praktisch zu dem Grundvokabular philosophischen Denkens gehören. Zum einen die Menschlichkeit darin und die Krisensituation. Die Menschlichkeit insgesamt gefasst unter dem Begriff des Humanismus. Nicht unbedingt die Wissenschaft des Menschen allein, sondern der Versuch zu ergründen, was heißt Mensch, individueller Mensch, was heißt Gemeinschaft von Menschen. Und dazu gehören die verschiedenen Staatsformen, in die Menschen miteinander leben und verschiedene Verhaltensweisen und Charakteristiken, die Menschen entwickeln, um in der Gemeinschaft miteinander erfolgreich, friedvoll und respektvoll miteinander umzugehen. Dazu gibt es selbstverständlich seit der Antike bis heute verschiedene Ansätze humanistischer Natur. Der zweite Begriff unseres heutigen Abends ist die Krisensituation. Krise
ist vielleicht eine der Standardsituationen der Menschlichkeit überhaupt, der Menschen überhaupt. Sie taucht in dieser Begriff der Krisensituation taucht unter einem leicht verwandelten Namen sehr zentral in der Philosophie von Karl Jaspers auf. Karl Jaspers spricht unter dem Eindruck der Gräuel des Zweiten Weltkriegs, insbesondere von Grenzsituationen. Und daran macht er fest, die Entwicklung, auch die moralische Entwicklung eines Menschen, wie auch einer Gemeinschaft von Menschen in Staaten, in einer Grenzsituation, also nicht zu einer Situation des normalen Lebens, sondern in einer Situation, die eine Krise ist, die einen Menschen an die Grenze der Menschlichkeit bringt, zeigt sich, wie der Charakter eines Menschen, der moralische Charakter eines Menschen beschaffen ist. Und in diesen Situationen enthüllt sich sozusagen epiphanisch, also als Erscheinung, als Momentanaufnahme, der wahre Charakter. Es ist wie ein Schlaglicht, das geworfen wird auf die Menschen und zeigt und enthüllt ihren moralischen Charakter. Zu viel Grenzsituationen können schlecht sein. Übrigens müssen die nicht unbedingt negativ sein, sondern können auch positiver Natur sein. Es können auch Glücksmomente sein. Und deswegen bin ich sehr glücklich über diesen gewählten Titel Menschlichkeit in Krisensituationen für unseren Talk mit unserem heutigen Gast, auf die ich mich sehr, sehr freue. Und ich denke, dass sie in den nächsten Sekunden, vermute ich mal, zugeschaltet werden wird. Frau Anne Thüne. Ja. Ganz herzlich willkommen, Frau Anne Thüne. Ich begrüße Sie zu unserem heutigen VHS-Talk zum Thema Menschlichkeit in Krisensituationen. Gestatten Sie, dass ich Sie ganz kurz unserem Publikum vorstelle. Anne Thüne, Sie leben und arbeiten in Berlin. Sie sind freiberufliche Autorin, Kulturmanagerin und Projektentwicklerin. Und Sie engagieren sich seit vielen Jahrzehnten als Vermittlerin in der deutsch-französischen Aussöhnung. Sie haben ein zauberhaftes Buch. Ich hatte Gelegenheit, mal kurz reinzulesen. Ich konnte es mir zwar auf die Schnelle nicht bestellen, aber zumindest habe ich mir die Leseprobe angelesen. Ein zauberhaftes Buch geschrieben von der Wiederherstellung des Glücks, eine deutsche Jugend in Frankreich, einen autobiografischen Roman über den schwierigen Anfang, Neuanfang ihrer Familie in einem südfranzösischen Dorf mit dem Namen Dieu le Fils. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, denn mein Französisch ist eigentlich erbärmlich. Stimmt das ungefähr, Dieu le Fils? Dieu le Fils ist perfekt. Okay, dann war das ein Zufallstreffer. Dieu le Fils ist bestimmt einigen, die jetzt hier heute Abend zugeschaltet sind, ein Begriff, denn Dieu le Fils liegt im schönen Süden Frankreichs und ist die Partnerstadt von Lich. So schließt sich der Kreis, warum Sie heute Abend hier sind und warum Ihre Wanderausstellungen auch schon einige Male in Lich waren, so auch Ihre aktuelle, die zurzeit auch noch zu bewundern ist, im VHS-Haus, mit dem Titel Vom Scheitern eines anberaumten Massenmordes, Bulgarien 1934 bis 1944. Sie berichten in Ihrem Buch über Ihre Erfahrungen in der Auseinandersetzung mit unseren französischen Nachbarn, schwenken in der Ausstellung um nach Bulgarien. Was war der Anlass dazu oder Ihr innerer Beweggrund? Also, ich denke, ich bin sehr geprägt von dieser Kindheit, deutsches Kind im Nachkriegsfrankreich. Das heißt, sozusagen das bedeutete einer kollektiven Diskriminierung ausgesetzt zu werden, weil das kollektive Misstrauen bis zu hin zu kollektivem Hass ist eben was Generelles. Und es war doppelt schwierig, da man ja wusste, dass es auch Gründe gab antideutscher Positionen. Es gab kaum eine Familie, die nicht betroffen gewesen wäre durch Leid, durch Tod aus dieser Zeit. Und zugleich gab es aber auch das Phänomen, sozusagen die eigenen französischen Schuldmomente zugunsten einer Schuldzuweisung ausschließlich auf Deutsche zu bewerkstelligen. Das haben wir sehr, sehr oft. Eine Freundin von mir, eine bulgarische Freundin von mir, Penka Angelova, die hat
sozusagen eine Theorie der Opfernationen auch entwickelt, dass man sich in kleineren, nicht hauptverantwortlichen Nationen gerne diesen Opferstatus ausschließlich zuspricht. Und das hat sie für Bulgarien auch entwickelt. Gibt es dadurch den Anlass, über Bulgarien eine Ausstellung zu machen, über den persönlichen Kontakt? Ja. Es gab, ja, als die erste Ausstellung, die wir gemacht haben, war über Djelefi, weil in Djelefi, wir haben letztendlich als deutsche Familie Glück gehabt. Die Djelefiter Bevölkerung hatte sich nicht allzu vieles vorzuwerfen. Im Gegenteil, sie haben einen vorbildlichen Rettungswiderstand zu Wege gebracht und mussten nichts kompensieren, sozusagen eben in der Diskriminierung von jetzt einem kleinen deutschen Mädchen oder so. Oder nicht. Wie kamen Sie überhaupt dazu, also in der Nachkriegszeit Ihre Jugend in Frankreich zu verbringen? Mein Vater war vertrieben aus Posen und war gelernter Bauer, hatte lange als Gutsverwalter gearbeitet und nach dem Krieg wurden die Deutschen ja vertrieben und es gab letztendlich keinen Quadratmeter Land, was man hätte kriegen können. Die Leute, die Land hatten, hatten sozusagen in diesen Hungerzeiten, das war das reine Gold, Land zu haben. Und es gab ja unendlich viele Flüchtlinge und Vertriebene, also an die 10 Millionen in Westdeutschland. Die Bundesrepublik, die junge Bundesrepublik hat sich bemüht, möglichst viele Staatsbürger loszuwerden. Auch in der Hoffnung, etliche Nazis gleich mit nach Südamerika zu entsorgen. Und hat dann so ein Programm über die Auslandssiedlungsgesellschaft aktiviert und hat überall nach Möglichkeiten gesucht, wo könnten Deutsche hin. Und über Kontakte von deutschen Widerständlern vom 20. Juli, also insbesondere die Jörg zu Wartenbergs, gab es dann auch ganz, also recht spät aus Frankreich die Zusage, wir nehmen auch deutsche Vertriebene auf und insbesondere auf diesen Bauernhöfen, die schon lange verlassen waren. Und man in Frankreich dann dachte, na ja, dann belebt sich die Landschaft wieder ein bisschen. Und da wurden deutsche Bauern die meisten von diesen Bauernhöfen waren sozusagen von Franzosen schon lange verlassen worden, weil man darauf nicht leben konnte. Und so kamen wir dahin. Mein Vater hatte ursprünglich gedacht, vielleicht wäre Lateinamerika das Richtige. Aber meine Mutter wollte Europa nicht verlassen und dann haben wir uns da eingefunden. Relativ naiv, denke ich, von meinen Eltern auch. Und wobei mein Vater, der in Posen aufgewachsen war, sozusagen eine multikulturelle Erfahrung hatte aus Posen eben ein Leben von verschiedenen Communities, Polen, Deutsche, Litauer, Ukrainer, Juden, also das war schon im Vergleich zum Deutschen Reich, die ja nichts Gutes gewohnt waren, sondern eigentlich nur polnische Arbeiter im Ruhrgebiet gehabt hatten oder eben Juden, die schon seit Jahrhunderten da lebten, hatten sie ja keine sonderliche Diversifizierung, also keine Erfahrung mit multikulturellen. Können Sie sich denn, können Sie sich denn auch noch genau daran erinnern, wie denn das Thema Antisemitismus damals mit den französischen Freunden oder den französischen Nachbarn besprochen wurde? Antisemitismus war ja in Frankreich zur damaligen Zeit auch durchaus ein großes Thema und es gab durchaus auch in Frankreich Antisemitismus. Wie standen denn die Menschen dort in dem kleinen Ort zu dem Thema? Naja, es ist so, dass das Frankreich, wie alle modernen
Staaten, Länder eben keine homogene Bevölkerung hat, also rein von der politischen Dimension, also links und rechts etc. etc. Ich wundere mich immer, warum man über Spaltungen so klagt. Spaltungen hat es immer gegeben. Ja? Also ja. Selbst in ethnisch homogenen Regionen wie ja. Deutschland, das war, hat es die Spaltung, die politische Spaltung, die klassenmäßige Spaltung gehabt. Und es gilt mittlerweile als unfein, das überhaupt zu benennen. Aber gerade in Frankreich, die ja in den 30ern als das einzige Land, vielleicht mit Spanien noch, die durch den Bürgerkrieg dann kaputt geschlagen wurde, hatte Frankreich eben ja auch die Zeit der Volksfrontregierung gehabt mit ganz deutlichen Spaltungen. Macht man das so oder macht man das anders? Frankreich war wie alle anderen Staaten auch ein gespaltenes, politisch gespaltenes Land, wie England auch. Es gab massive Sympathisanten von Hitler in Großbritannien, bis in die USA, der Herr Ford, seligen oder unseligen Angedenkens, war ja ein großer Freund von Herrn Hitler. Im Grunde genommen war die ganze Welt gespalten, sodass auch viele... Wie sie wahrscheinlich heute auch noch ist. So wie sie heute noch ist. Ja. Und also ich wundere mich auch immer wieder über den Begriff der Spaltung oder die Metapher der Spaltung, die heute gebracht wird, wenn es heißt, also eine Gesellschaft sei gespalten oder werde durch die ein oder andere Aktion gespalten, da denke ich immer an einen Holzklotz, der mit Hilfe einer Axt gespalten wird. Aber ich glaube, dass dieser Holzklotz nie eine Einheit war, ja, sondern dass die Spaltung eigentlich das Natürlichste ist. Ja. Das hat auch Frau Schneider vorhin, sie hat ja aus meinem Gedicht zitiert, wo ich eben genau das eben auch für Bulgarien feststelle. Also ein Staat, ein Land ist kein Monolith, es lebt immer Vielheit in jeder Gesellschaft. Und das ist ja auch, wenn man so will, das Moment der Freiheit. Man kann sich dann entscheiden, so oder so oder so handeln oder leben zu wollen. Und dieses Thema eben Topografien der Menschlichkeit habe ich durch Geographie, und dann gab es irgendwie mit der Muttermilch eingesogen, und dann gab es eben dieses, das war eigentlich eine Hommage an meine alte Heimat, Rettungswiderstand in Geographie, die erste Ausstellung, und dann habe ich gemerkt, dass dieses Thema Best Practice sozusagen aus dem Wirtschaftstalk rauszunehmen in den politischen... Können Sie den Begriff näher beschreiben, Best Practice? Das ist ein Begriff, der benutzt wird so im betriebswirtschaftlichen oder auch volkswirtschaftlichen Bereich. Daher stammt das. Also Best Practice, auch je nachdem, was man gerade will, wie kann man eben mehr Profit aus Leuten ziehen oder wie kann man die Zusammenarbeit organisieren, dass es besser läuft. Daher kommt der Begriff. Und dann habe ich das sozusagen, weil es so eingängig ist, eben für diesen politisch-philosophischen Bereich übernommen und habe gesagt, wir machen uns auf die Suche nach Best-Practice-Beispielen. Und also wo hat's geklappt? Wo haben sich die Menschen sozusagen ihren humanen Schneid nicht abkaufen lassen? Wo haben sie wirklich intelligent und nicht selbstmörderisch gehandelt, wenn es irgendwie ging? Wo haben sie Erfolg auch gehabt damit? Ja. Weil das ist wichtig zu vermitteln, dass es eben nicht nur in die Katastrophe endet, sondern es findet auch immer wieder ein gutes Ende. Und dann, je mehr man sich damit befasst, desto mehr Beispiele hat man. Und dann haben wir uns eben im zweiten dann für ein zeitgenössisches Thema entschieden mit Kalabrien. Das ist die ärmste Gegend Italiens. Die wissen, was Exil bedeutet, und haben dann seit
jetzt fast 30 Jahren trotz wahnsinniger Schwierigkeiten versucht, Flüchtlinge human aufzunehmen. Ja. Im Moment haben sie einen großen Rückschlag, weil der Bürgermeister von Riace, Domenico Lucano, ist zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Man wird sehen, wie sich das entwickelt. Wir bemühen uns da auch, so an der Solidaritätskampagne teilzunehmen und empfehlen alle, gucken Sie mal unter Lucano, Riace, was da los ist, wie versucht wird, solche Leute mundtot zu machen und sie bis hinten zu 13 Jahren Knast für so. Und dann... Also es gibt natürlich immer auf der Seite, wo es die... Wir haben gerade ein Echo. Ich weiß nicht, ich habe keins. Ja, ich hab ein Echo, das ist ein bisschen irritierend. Ich werde es einfach ignorieren. Okay. Ja. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Das Echo ist weg und der Faden kehrt auch wieder zurück. Wunderbar. Jetzt haben wir auf der einen Seite die guten Beispiele, die Sie nennen, und die sind selbstverständlich auch immer verknüpft mit Schurken und mit Verbrechen auf der anderen Seite. Wie sah denn, und damit würde ich gerne mal nochmal zurückkommen auf unsere Ausstellung, die zurzeit im VHS-Haus zu sehen ist, wie war denn die besondere Situation in Bulgarien und was war die politische Situation, die zu diesem guten Verhalten geführt hat? Historisch gesehen, nur dass wir ein bisschen so eine Einordnung bekommen zu der damaligen politischen Situation. Auch da gibt es die unterschiedlichsten Interpretationen. Meine Interpretation ist, dass Bulgarien ist ja erst Ende des 19. Jahrhunderts aus dem Osmanischen Reich herausgekommen. Weil die russischen Truppen sich sozusagen für die bulgarischen Brüder und Schwestern eingesetzt haben und diese Befreiung von den Türken ist durch russische Truppen herbeigeführt worden, vor allen Dingen so. Aber das bedeutete, dass man jahrhundertelang unter islamischer Herrschaft gelebt hatte und für die islamischen oberen Schichten galten Juden und Christen beide als ungläubig und sie haben beide gleich behandelt. Wie hoch war denn der Anteil der Christen und der Juden an der Gesamtbevölkerung Bulgariens? Naja, also es gab einen sehr, sehr großen Anteil der waren Christen und ein kleiner Juden, aber das war jetzt für die osmanische Herrschaft, wie gesagt, völlig egal. Ja, dadurch gab es keine Ghettobildung, dadurch gab es keine Berufsverbote, zum Beispiel für Juden, alle durften alles machen. Keine Ghettobildung bedeutet eben auch, dass es keine jüdischen Viertel gab, sozusagen, sondern man war Nachbar, man war mal unmittelbarer Nachbar, man hatte dieselben Berufe, Juden hatten, es gab sehr, sehr viele Handwerker und Arbeiter unter den Juden, und natürlich eine kleine Oberschicht, wie auch unter den Christen, aber man war anders und man war sich aber ähnlich und dadurch konnte es nicht zu diesen konfrontativen Antibildern kommen. Ja. Nehme ich an. Dass man kannte sich. Man kannte sich und man war Nachbar und so. Und dann gab es den Ersten Weltkrieg und auch der war schwierig. Der Erste Weltkrieg war Bulgarien schon an der Seite Deutschlands und Österreichs. Das hatte Konsequenzen für den Trianon-Vertrag, der danach abgeschlossen wurde. Das heißt, es wurden etliche Regionen, die Bulgarien als die seinen betrachtete, abgeschnitten. Ähnlich wie auch für das Deutsche Reich, diese willkürliche Grenzziehungen, die nach dem Ersten Weltkrieg stattgefunden hatten und was eben den Revanchegeist von vielen
Ja. Und dann kam es ja dann zu der Liaison zwischen Nazi-Deutschland und Bulgarien. Mhm. Wenn ich das richtig sehe, war das dann im Jahr 41, nachdem im Jahr 1940 der Drei-Mächte-Pakt zustande kam. Der Drei-Mächte-Pakt zwischen Deutschland, Japan und dem Königreich Italien. Mhm. Dem ist dann 1941 Bulgarien beigetreten, also offiziell an die Seite von Nazi-Deutschland gesprungen. Ja, man war schon traditionell verbandelt. Der Zar Boris III. War zu den Olympischen Spielen 36, fand Hitler auch ausgesprochen sympathisch. Schürzte sich das ja zum Zweiten Weltkrieg, und ab November 40 schon hatte der bulgarische Staat den, da ist ein Bild von wir sehen hier gerade eingeblendet, also den Herrn rechts erkenne ich durchaus, aber links den Herrn nicht. Ja, das ist Boris der Dritte. Das ist der Boris der Dritte. Der bulgarische Zar. Mhm. Der aus einer deutschen Adelsfamilie auch stammte, wie viele dieser Könige nach dem Ersten Weltkrieg, auch der König Griechenlands, also die deutschen Adelshäuser haben Könige noch und nöcher verteilt nach dem Ersten Weltkrieg, und eben auch er hier, Boris. Ja. Also man war sich einig, und schon 1940 hatte Boris die Genehmigung gegeben, dass die Wehrmacht Bulgarien als Aufmarschgebiet gegen Griechenland und Jugoslawien würde nutzen können. Dann gab es dann den großen und nicht mehr zurückzunehmenden Beitritt zum Drei-Mächte-Pakt. Das war am 1. März 1941, und am 2. März marschierten schon die deutschen Truppen zum Teil unter Jubel und zum Teil unter Empörung durch das bulgarische Gebiet und überfielen Griechenland und Jugoslawien. Und der bulgarische Staat kriegte dadurch das Recht, die zwei Provinzen, die sie eigentlich als die ihren betrachteten, nämlich Thrakien und Makedonien, zu annektieren. Das haben sie gemacht. Sie sind praktisch zeitgleich mit der Wehrmacht, sind bulgarische Truppen dort einmarschiert. Mhm. Und haben dort in den annektierten Gebieten sofort auch mit der Deportation aller Juden dieser Gebiete begonnen, in eigener Regie. In den neu annektierten Gebieten? Nur in den annektierten Gebieten. Ja. Aber und in es hatte einen Vertrag gegeben, wie viele Juden sozusagen Bulgarien abzuliefern hätte, und es fehlten... Trotz Thrakien und Makedonien fehlten noch 30.000. Und zwischen dem Judenkommissar Belew und dem deutschen Botschafter, wir werden da auch die Bilder sehen, da hatte es einen Vertrag gegeben, die 30.000, die noch fehlen, die werden wir aus Kernbulgarien dann stellen. Und dann hatte man überlegt, welche sollten das sein? Das sollten Leute möglichst sein, Juden, die sozusagen die den Zusammenhalt der jüdischen Gemeinde besonders förderten, wie Rabbiner und andere. Und jetzt kommt ja der große Moment. Der große Moment des großen Trotzes. Ja. 30.000 kamen nicht zusammen. Nee. Woran ist dieser große Erfolg gescheitert? Ja, das ging so wellenweise. Das fing erstmal an, dass mit der Übernahme praktisch der Nürnberger Gesetze, da gab es schon wirklich massive Proteste. Wir haben unter anderem diese wunderbaren Telegramme, die aus dem ganzen Land an die Regierung und ans Parlament kamen. Macht das nicht, übernimmt doch dieses Gesetz nicht. Es ist eine Schande, ihr bedeckt unser Land mit Schande. Wir können es doch unseren jüdischen Mitbürgern nicht antun. Wer hat da geschrieben? Also zum Beispiel 7 Tabakarbeiter gerade im Café so und so.
Aha, die haben tatsächlich Telegramme geschrieben. Die haben Telegram, das ist auch in der Ausstellung, wenn Sie sich, da gibt es so ein Panel, wo wir Beispiele von diesen Telegrammen oder auch in dem Buch gibt es die und die finde ich besonders anrührend, ja. Also Ja. auch ich glaube von Bauern haben wir da auch eins, die sagen, wir wüssten gar nicht jetzt durch die Enteignung wem soll das nutzen? Ja, sicherlich nicht den bulgarischen Bauern und den Handwerkern auch nicht. Also so oder Rechtsanwälte oder wer auch immer. Also sie haben, also aus dem Volk selber gab es sehr, sehr viel Protest. Es gab viel Protest aus dem Parlament, das ja gar nicht mal demokratisch gewählt war, weil der Zar hatte sich das Recht seit 34, seit so einem Putsch angeeignet, dass er entschied, Ja. wer kandidieren durfte. So. Ja. Aber trotzdem gab es aus dem Parlament und aus vielen, vielen Körperschaften Rechtsanwälte, Ärzte, Aber und. diese Art des Protestes war doch auch schon ein Zeichen von großem Mut, denn der Protest war ja alles andere als gefahrlos. Ja, man kriegte Ärger, aber Ja. es ist nicht so, oft ist die Angst größer als die Gefahr. Das ist ja, das Angstmachen ist eine der Hauptmethoden, Die Einschüchterung, ja. der Hauptmethoden. Ja. Also zum Beispiel Und dann aus. gab es aber doch auch ganz konkrete Hilfen, also dass den Juden, der jüdischen Bevölkerung, ganz konkret geholfen worden ist. Ja, also eine ganz konkrete Hilfe kam von der orthodoxen Kirche Bulgariens, die ja bis zum Schluss da sind, sie sind wirklich ganz wunderbar gewesen und sie sind sehr schlau gewesen und sie haben mit den Juden gesprochen und haben, Oh, da haben wir sie gerade eingeblendet. Ja. ja, sehen Sie nicht wunderbar aus? Und sie haben zum Beispiel entschieden, dass wer auch immer sozusagen die Konfession, die bulgarisch-orthodoxe Konfession übernehmen wollte, dass man das machen müsse, dass man dass alle Priester oder wer auch immer verpflichtet ist, die Aufnahme von solchen Menschen zu gestatten, sie zu taufen, und vor allen Dingen auch kein Geld dafür zu nehmen. Also Ja. es verbot, sich das abkaufen zu lassen und haben dann auch wohl mit den Juden und mit den Rabbinern das so besprochen, wenn die Zeiten mal besser sind, dann könnt ihr ja immer noch Das ist überlegen. natürlich ein cooler Zug, würde ich mal sagen, Ja, ja. es ist cool Sehr und praktisch, sehr pragmatisch auch. die bulgarischen Antisemiten haben natürlich versucht, das sozusagen als nicht rechtens erklären zu lassen, aber sie haben den Schneid gehabt, das aufrechtzuerhalten. Also das gehörte dazu. Dann Aber sind ich natürlich. glaube, dass gerade in dieser einen Geschichte, die Sie gerade so schön Ja. erzählen, ja, also von Seiten der orthodoxen christlichen Kirche, kommt doch, glaube ich, ein Moment ins Spiel, den wir eben besprochen haben. Das war doch eigentlich ein sehr menschlicher Moment. Genau. Es war die Grenzsituation des Krieges, die Krisensituation, und die Menschlichkeit besteht in diesem Fall darin, eben nicht dogmatisch zu sein, zu sagen, unser Herz und unser Haus steht offen. Und wir nehmen die anderen dazu sehr pragmatisch. Und wenn ihr nachher Ja. nicht mehr dabei sein wollt, okay, dann geht er halt eben weiter, ja. Genau. Also keine Das wäre eine pragmatische Selbstmordkommandos zu Form von machen. Menschlichkeit. Ja, keine Selbstmordkommandos zu machen, sondern einfach zu schützen. Unter anderem der Metropolit, das ist gleichbedeutend mit Erzbischof von Sofia, der Stefan, Metropolit Stefan, der auch der Beichtvater des Zaren war, der hat Aha. es besonders herbeigeführt, dass die Kirche eben sich anständig verhält. Da Also hat sie ein hat. Metropolit sich in dem Falle kosmopolitisch verhalten. Genau, der Metropolit, er hat später noch wunderbare Sachen gemacht.
Also das war wichtig, dann die Bevölkerung, die Hilfe der Bevölkerung. Die Juden wurden ja aus ihren Wohnungen vertrieben und in die Provinz geschickt, dann auch mit der Hoffnung, dass durch die dadurch entstehende Wohnungsnot in der Provinz sich Wut gegen die Juden richtete. Das klappte gar nicht. Vieles klappte nicht. Wir haben die Berichte, die der deutsche Botschafter nach Berlin schickte, das ist ganz wunderbar. Ein Adolf Heinz Beckerle war Botschafter und war beauftragt, jetzt das hinzukriegen mit der Endlösung der Judenfrage auch in Bulgarien. Und der schreibt ganz verzweifelte Berichte nach Berlin. Zum Beispiel sagt er, ja, irgendwie, wir kriegen das nicht hin, auch die beste Propaganda kann dieses verstockte Volk nicht davon überzeugen, dass es sich selbst beteiligen muss, wenn wir mit der Judenfrage zurechtkommen wollen. Also selbst dieser dumme Mensch erkennt, dass irgendwas nicht funktioniert. Und was glauben Sie, was war auf Seite der Bulgaren, der bulgarischen Bevölkerung, das ausschlaggebende Moment? Menschlichkeit kann man es nennen, aber war vielleicht so etwas wie Freundschaft im Spiel? Sie haben eben gesagt, dass die jüdischen Gemeinden nicht separiert waren von den christlichen, sondern man hat untereinander gelebt, man war Nachbar. Ja. Kann es sein, dass vielleicht die Freundschaft so groß war in diesem relativ kleinen Land Bulgarien? Bulgarien hat nicht die Größe Frankreichs oder Deutschlands oder Polens. Dass vielleicht in diesem relativ kleinen Land mit einer, ich denke mal, mehr oder weniger ländlichen Bevölkerung, dass da vielleicht solche Momente wie Freundschaft eine größere Rolle spielen als in anonymisierten Städten? Ich weiß es nicht. Also ich denke, die Juden lebten vor allen Dingen in den wenigen Städten. Also in Sofia, in Plovdiv, in Veliko Tarnovo. Mhm. Es gab ganz, ganz wenig jüdische Bevölkerung auf dem Land, in den kleinen Orten. Nee, ich denke, das hängt mit dem Menschenbild einfach zusammen. Das einfach, also das galt, es ist ja wirklich auch scheußlich, da soll der Nachbar plötzlich nicht mehr seinen Beruf ausüben dürfen, dann wird er enteignet, dann sollen die Kinder nicht mehr zur Schule oder zur Uni gehen dürfen. Wir sind geneigt zu sagen, das sei der gesunde Menschenverstand, der so empfindet oder der so entscheidet und urteilt. Aber zur selben Zeit, in der damaligen Zeit in anderen Ländern, fanden durchaus einige Menschen das legitim, dass nicht die Juden weggebracht werden. Und in der heutigen Zeit sehen wir diese Tendenzen in zunehmendem Maß und mit zunehmender Besorgnis auch. Es ist nicht so, dass es in Bulgarien nicht doch viele, viele gab, die das genau richtig fanden. Das ist nicht so. Was war die Minderheit wohl? Es gab SA-ähnliche Horden, es gab diese und jenes, es gab die Kriegsgewinnler, die sich an den Arisierungsprozessen bereicherten und. Das gab es alles. Oder eben in allen Stufen auch. Diejenigen, die richtig reich wurden und diejenigen, die sich freuten, dann dafür ein Appel und ein Ei irgendwelche Möbel von vertriebenen Juden kaufen zu können. Also der Opportunismus ist ja überall so. Aber es gab eine ausreichend zahlreiche Zivilgesellschaft, die eben nicht so drauf war. Also und die den Konflikt auch eingegangen ist. Man muss auch konfliktfähig sein, wenn mein Nachbar einfach irgend so ein schrecklicher Mensch ist, der so viel Unmenschlichkeit toll findet, dann muss ich dann auch in Konflikt mit ihm gehen können. Genau. Oder ich muss mit der Polizei, wenn die Gesetze Unrecht sind, dann muss ich mit der Polizei eben auch in Konflikt gehen. Ich muss subversive Dinge tun, ich muss Leute verstecken, ich muss Papiere besorgen. All das, was zum dazu gehört, Leute zu retten, zum Beispiel falsche Papiere besorgen und. Also das alles Dinge, die ja verboten sind und für die man auch bestraft werden kann. Dazu ist aber wichtig, dass die unbedingte Existenz eines moralischen Gewissens unangetastet bleibt. Ja.
Moralische Instanzen, ein moralisches Gewissen muss vorhanden sein. Und Sie sprachen eben von der Zivilgesellschaft, die zusammenhält im Großen und Ganzen, natürlich nicht homogen, nicht en bloc, das ist klar, sondern nicht homogen. Und eingangs sprach in Ihrem Grußwort auch Frau Schneider auch von dem Engagement einer Zivilgesellschaft im Hinblick darauf, dass die Demokratie natürlich unterstützt werden muss, jeden Tag mit jeder Anstrengung, weil sie sonst verloren geht. Deswegen die Frage, noch einmal, der Philosoph fragt natürlich dann nach solchen Dingen, nach moralischem Gewissen oder was ist die moralische Instanz, die dann doch so stark sein muss, dass die Menschen a. ihre Angst überwinden und b. auch darüber eine Gemeinschaft sich bilden kann. Ich bin mir immer nicht sicher, ob sozusagen die Hauptinstanz die Gruppe, das Kollektiv ist oder das Individuum. Ich denke, dass das... Die Gruppe zusammengestellt aus mutigen Individuen. Genau, irgendwie sowas. Ne? Aber im Individuum selbst denke ich, also ich habe mich ja jetzt viel mit widerständigen Menschen befasst, ist es so, es hat sehr viel mit dem Selbstbild zu tun und mit das Selbstbild hat viel mit dem Menschenbild zu tun. Und das Selbstbild bedeutet eben auch, also das eigene Selbstbild zu verteidigen, ist sicherlich eines der Hauptmotive solcher Leute, ja. Dass sie möchten sich gerne in den Spiegel angucken können, sie möchten nicht einfach vor sich selber oder vor der Familie oder vor wem auch immer als Schweinehund dastehen. Ja. Man möchte ehrbar bleiben, in einem guten Sinne, tugendhaft und ehrbar bleiben. Und sich nicht zum Schweinehund machen lassen. Das ist, denke ich, einer der wichtigsten individuellen Impulse in solchen Situationen. Ja, und ich glaube, dass dazu noch ein weiteres Moment gehört. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Dieses Gewissen ist das, was auch in der philosophischen Diskussion seit der Antike immer wieder auftaucht, als der Moralgeber für das richtige und gute Handeln. Mhm. Aber ich glaube, dass noch etwas anderes hinzukommt. Ich glaube, dass ein Gefühl von Freiheit, ich nenne es nicht einen Begriff, sondern eher ein Gefühl von Freiheit, den Menschen doch die richtigen Wege gezeigt hat. Und zwar mit dem obersten Prinzip von Freiheit. Ich glaube, in solchen Krisensituationen, vergleichbar auch der Krisensituation, die wir jetzt mit Corona haben, die ist nicht ganz so lebensbedrohlich wie die Krisensituation eines Krieges, aber dennoch ist es eine Bedrohung, die eine ganze Gesellschaft auf die Probe stellt. Ich glaube, in diesen Momenten muss man sich vergewissern, was ist die Freiheit für mich? Und ich glaube, es wird jedem relativ schnell klar, dass ich nicht für mich Freiheit wollen kann oder in Freiheit leben können kann, ohne dass die anderen, meine Nachbarn, nicht gleichzeitig auch in Freiheit leben. Ich glaube, dass dieses Moment ein Motor ist für Menschlichkeit. Und dann denke ich, was hinzukommt, ist auch die Empathiefähigkeit. Also Menschen, die sich die Empathiefähigkeit nicht haben, abtrainieren lassen. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie mal von den Spiegelneuronen gehört haben. Von Spiegelneuronen? Ja, die sind erst vor ein paar Jahren entdeckt worden. Ich habe noch nie in meinem Leben von Spiegelneuronen gehört. Ja, Spiegelneuronen ist was ganz Spannendes. Das ist erst vor ein paar Jahren entdeckt worden. Man kann ja mittlerweile ablesen, was im Hirn passiert, wenn es gibt ja diese komischen Dinger, die sozusagen ein Hirnbild abgeben, wo man eben, welche Tätigkeit des Hirns wird aktiviert durch was. Und da ist es zum Beispiel so, wenn man Menschen, nur ganz normalen Menschen, Bilder von schwerwiegenden Verletzungen zeigt, dann reagiert die entsprechende Spiegelneuronzone im Kopf darauf. Ähnlich, als hätte es einem selber. Manchmal sagt man ja, oh Gott, das tut einem richtig weh, etwas zu sehen. Das ist, so funktionieren Spiegelneuronen. Und das ist wohl angeboren. So sagen Hirnphysiologen. Und das finde ich total spannend, weil wenn es wirklich angeboren ist, also diese Empathiefähigkeit, dieses Nachempfinden können, dann bedeutet das, dass andere Menschen, die das nicht haben, denen das offenbar abtrainiert worden ist. Ja.
Und das heißt, dass der ursprüngliche Zustand eigentlich der empathische ist. Und das ist natürlich, das widerspricht dem ganzen ideologischen Brimborium irgendwie. Das Hemd ist mir näher als die Jacke oder was es da immer gab, um sozusagen Egoismus oder Gemeinheit als Naturding betrachten zu können. Genau, also und diese Empathie, ja? Ja, daran sitze ich im Moment oder seit vielen Jahren mit den Spiegelneuronen. Das ist spannend. Ja, und diesen Begriff selbst hat jetzt, gibt es in der Philosophie jetzt nicht, in der klassischen Philosophie nicht, aber es gibt den Begriff der Empathie in der alten Form des Mitleides. Ja. Wenn man wissen will, was denn Menschlichkeit ist, dann ist es das Mitleid. Und eine wunderbare Formulierung oder eine wunderbare Begründung vielmehr hat dahingehend geliefert Arthur Schopenhauer. Er sagte, das Leben ist eine missliche Angelegenheit. Es geht schlecht aus. Wir sind sowieso zum Übel verdammt, wenn wir nicht von schlimmen Krankheiten oder Katastrophen heimgesucht werden, dann langweilen wir uns zu Tode. Das Leben ist misslich, aber das trifft alle Menschen. Und jetzt kommt der Punkt. Unabhängig von Religion, Herkunft, Alter und so weiter und so fort. Es trifft alle Menschen. Und dieses Mitleid, dass es dem anderen Menschen genauso schlechter geht in seinem kleinen Leben wie in meinem, das sollte die Menschen zusammenschmiegen. Das geht nicht unendlich, das geht nur bis zu einem gewissen Punkt, aber es ist eine gemeinsame Basis. Hergestellt über das Mitleid, das Empfinden. Die Indianer haben es mal so schön ausgedrückt, es gibt ein indianisches Sprichwort, Sie merken, ich liebe auch Sprichworte, indianisches Sprichwort, du kannst deinen Feind erst begreifen, wenn du eine Meile in seine Mokassins gelaufen bist. Dass sie sich hineinversetzen in die Situation von anderen Menschen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, an dem die Ideologien oder auch die Diktaturen ansetzen. Sie brechen nicht nur was sie brechen am Menschen als allererstes, ist, glaube ich, die Fähigkeit zur Empathie. Genau. Sie teilen die Menschen in Klassen ein, die dazugehören und die nicht dazugehören. Und die Bulgaren, so scheint es mir, wenn ich es jetzt mal so auf den Punkt bringen kann, haben sich einfach gesträubt. Sie waren resilient. Mehrheitlich. Weil, wenn es nicht alle, so viele, aber die Mehrheit. Wenn es nicht so viele gegeben hätten, die eben auch anders wären, dann wäre es ja auch kein wirkliches Ereignis. Wenn alle einig gewesen wären, hätte man gesagt, naja, gut. Aber es hat sozusagen diese konfrontative Fähigkeit, wie gesagt, dann in der Endphase, als es wirklich um Deportationen aus dem Kernland ging, da gibt es so viele grandiose Beispiele, auch wieder zum Beispiel aus der orthodoxen Kirche, wo der Metropolit Kirill von Plovdiv über den Zaun springt, wo die Juden bereits zusammengetrieben worden sind und die Lokomotive im Bahnhof schon dampft und er auf eine Kiste steigt in seinem langen schwarzen Rock und sagt, fürchtet euch nicht, dieser Zug wird nicht starten können, und wenn ich mich selber vor den Zug, vor die Lokomotive legen müsste. Solche Sachen sind doch wunderbar. Also war dieser Mensch ein Held? Sicher. Aber Kirill, der hat einen wunderbaren, eine wunderbare Biografie hinterlassen. Er hätte sich sonst was abgeschnitten, bevor er sich als Held bezeichnet hat. Er hat einfach in der Nachfolge Christi gemeint, leben zu müssen, sozusagen aus seiner... Er hat seinen Glauben so ausgelegt, ja. Ja, das war eben sein Glaube und hat das Heute sprechen wir ja weniger von Helden als vielmehr von sozialem Engagement. Aber trotzdem die Frage an Sie, brauchen wir mehr Helden, mehr Mut zum Heldentum und vor allen Dingen auch mehr gesellschaftliche Akzeptanz gegenüber Helden, dass wir sagen, der hat sich wirklich heldenhaft, sie hat sich wirklich heldenhaft verhalten? Ja, wir haben ja welche. Ich finde, wir haben ja welche. Zum welche wären das für Sie? Naja, diese junge Kapitänin, die da vor ein paar Jahren Flüchtlinge nach Lampedusa bringen wollte. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Ich habe ihr Bild vor Augen, aber ihr Name ist mir auch entfallen. Ja,
Das ist doch eine Heldin, das wollen wir doch mal festhalten. Oder letztens gab es im Fernsehen wieder diesen Spielfilm, Dokuspielfilm über Wackersdorf. Ja. Und wo dieser CSU-Landrat, der Film, ja. Der plötzlich sagt, nee, das geht nicht, das kann ich nicht machen. Das ist doch ein Held. Ja. Das ist doch ein Held. Ich habe heute Mittag gesehen, es gibt in der ARD im Mittagsmagazin, in meiner Mittagspause habe ich da mal reingeschaltet und da gibt es eine neue Reihe, die heißt Local Heroes, also lokale Helden. Und damit meine ich. Wo gibt es das? Das lief im ersten Programm in der ARD, im Mittagsmagazin. Und sie zeigen dort Bürgermeister, Landrätinnen, Landräte überall in Deutschland, die mit viel Engagement in ihren Gemeinden arbeiten und mit den, ja, von den banalen bis hin zu den großen Widrigkeiten zu kämpfen haben und die sich einsetzen mit einem 15, 16, 17 Stunden Tag mitunter. Und das finde ich interessant, ja, weil diese Serie läuft unter dem Titel Local Heroes. Ja, sehr schön. Oder zum Beispiel natürlich unsere Heroes jetzt, das sind das ganze Pflegepersonal, die Ärzte in den Kliniken. Das sind sie ja eigentlich schon lange. Die Kliniken werden kaputt gespart und der Normalbetrieb ist schon furchtbar in diesen Berufen. Und jetzt sozusagen in der Pandemie das zu machen, das ist schon eine ganz andere Geschichte. Das sind wirklich die unverzichtbaren Berufe. Das hat ja diese Pandemie auch gezeigt, welche Berufe eigentlich unverzichtbar sind und die demnach auch sozusagen eine viel größere, viel stärkere Bezahlung eigentlich verdienen würden. Ja. Ne? Genau, sodass man auch beispielsweise Modelle entwickeln könnte, wie man gerade diese, am Anfang der Pandemie gab es dann diesen, wie ich finde, fürchterlich klingenden Begriff der systemrelevanten Berufe. Ja. Als ob die anderen alle Bullshit-Berufe wären, obwohl Bullshit-Berufe gibt es natürlich auch genügend, ja. Aber die systemrelevanten wären vielleicht auch die, und man könnte nachdenken, dass man vielleicht die auch unter eine steuerliche Begünstigung stellt, beispielsweise. Ja, weiß ich gar nicht. Ich finde, sie müssen einfach besser bezahlt werden. Und zwar das wäre das ja dann praktisch, ja. Man muss sie nicht besser bezahlen, sondern Pflegepersonal vielleicht einfach Steuererlass. Das wäre. Nein, wenn Steuer erlassen wird, das geht ja dann, das ist ja Geld, was eigentlich dem Staat und der Allgemeinheit zugutekommt. Nein, die Arbeitgeber müssen mehr bezahlen. Das ist es doch. Die Arbeitgeber müssen mehr bezahlen, weniger Profit machen und dafür mehr bezahlen. Ganz einfach. Ja, das sind natürlich ganz schwierige Wege zu beschreiten in einer auch profitorientierten Marktwirtschaft. Das ist die Fähigkeit, konfrontativ auch vorzugehen. Und ich finde, das ist, dass das wieder aus dem Steuersäckel bezahlt wird. Das ist unser aller Geld. Das brauchen wir, um unsere Schulen, um unsere Brücken und um unsere Straßen und sonst was zu bezahlen. Und wenn man sieht, wie die Dividenden insgesamt aus der Privatwirtschaft, wie das aus Aktiengesellschaften, wie das gestiegen ist, selbst in diesen Pandemiezeiten, dann merkt man doch, es gibt Pandemiegewinner und so weiter und so fort. Und die sollen aus ihren Dividenden einen Teil des Kuchens abschneiden und sollen dafür ihre Leute besser bezahlen. Das ist nicht einzusehen, dass der Staat das macht, finde ich. Ja. Aber Sie merken, ich bin eine alte Gewerkschafterin, ja. Und deswegen sehe ich das auch so. Ja. Weil das gehört auch dazu, zu diesen ganzen Empathiegeschichten gehört diese ganzen Fragestellungen Solidarität. Das ist ja sozusagen der politisch übernommene Begriff dafür, dass sich die zusammensetzen und zum Beispiel auch gerade in Bulgarien oder auch in Frankreich hat. Insbesondere sind diese alten Institutionen der Arbeiterbewegung sehr, sehr hilfreich gewesen. Sehr, sehr hilfreich, weil
wie zum Beispiel aus diesen Telegrammen, da, das, so wie die formuliert sind zum Teil, also weiß ich nicht, 16 Schuster aus der Schuhfabrik XY, das ist so der alte Gewerkschaftsjargon, das ist sofort erkennbar, aber das ist nicht weniger rührend und anrührend. Ja, die Menschen reden miteinander. Sie bleiben im Gespräch und sie nähern sich darüber einander an. Ja. Ja. Gestatten Sie mir, dass ich vielleicht zum Schluss, weil ich gucke gerade auf die Uhr, dass ich vielleicht zum Schluss eine schöne Passage aus Ihrem Buch von der Wiederherstellung des Glücks, eine deutsche Jugend in Frankreich, vorlesen darf, weil mir hat das sehr, sehr gut gefallen, dieser kurze Abschnitt, weil er nämlich abhebt auf das, was sozusagen der Menschlichkeit Basis darstellt, nämlich der Respekt und dass man Freunde findet. Dieser kurze Abschnitt aus Ihrem Buch lautet folgendermaßen: Was blieb von dem Abenteuer Frankreich? Denn ein Abenteuer war es zweifellos gewesen, traditionellen Erzfeinden zu begegnen. Es gab einige Ansprachen, man sprach von Freundschaft und Versöhnung. Später erst begriff die Kleine, dass viele jener französischen Nachbarn, Freunde oder Bekannten der deutschen Familie, jetzt fehlt mir die Fortsetzung, Freunde oder Bekannten der deutschen Familie überraschenderweise dankbar waren. Durch die Spiegelung ihres eigenen Selbst im vermeintlichen Feind und durch die Wiedereinsetzung dieses vermeintlichen Feindes in die universelle Bruderschaft der Menschen war etwas in ihnen geheilt worden. Der Gegenstand ihres Hasses hatte sich als des Hasses nicht würdig erwiesen. Stattdessen verdiente er Respekt, bisweilen gar Freundschaft. Diese Stelle hat mich sehr, sehr beeindruckt aus Ihrem Buch. Und ich glaube, dass das vielleicht auch der Anlass oder das bewegende Moment ist, dass Sie Ihre Ausstellungen machen, die jetzt zurzeit in Lich ist. Und ich muss bekennen, ich hatte bisher noch keine Gelegenheit, sie mir anzugucken. Ich hoffe, ich komme noch dazu. Wir werden es pass an den Telegrammen haben. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das klang auch schon sehr spannend. Und das sind gute Telegramme, anders als in der heutigen Zeit, möchte ich mal behaupten. Ja. Frau Thüne, ganz recht herzlichen Dank für das Gespräch mit Ihnen. Ich danke Ihnen auch sehr. Lieber Sven, du hast Glück. Frau Thüne und ich, wir haben in der vergangenen Woche besprochen, dass die Ausstellung, die eigentlich nur bis Jahresende im VHS aus Lich gezeigt worden wäre, auch aufgrund der aktuellen Situation jetzt bis Ende Februar noch. Ganz hervorragend. Dann freue ich mich drauf. Herzliche Einladung, diese Ausstellung zu begehen, geht nicht nur an dich raus. Ja, das ist selbstverständlich. Liebe Anna Thüne und lieber Sven Görz, Sie haben gesprochen über gespaltene Gesellschaft, über die Zeit in Bulgarien der 30er und 40er Jahre. Sie haben über Motive menschlichen Handelns, Erklärungsansätze wie Spiegelneuronen oder auch Empathie und Sie haben über Helden heute gesprochen. Ganz herzlichen Dank für dieses spannende und, wie ich finde, auch impulsreiche Gespräch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, weitere Informationen zur Ausstellung finden Sie unter www.topographiendermenschlichkeit.de in einem Wort, topographiendermenschlichkeit.de oder auf der Volkshochschul-Webseite www.vhs-kreis-gießen.de.